Ja, dann begrüße ich Sie alle zu einem Vortrag über ja, etwas, was wir eigentlich nicht mögen. Leiden. Aber mein Titel lautet ja Leben ohne Leiden. Und dann meine Frage, ist das eine kindliche Sehnsucht? Oder ist es das Ziel des Weges? Das Ziel eigentlich jedes religiösen Weges, jedes, man könnte auch sagen, jedes politischen Weges. Ich meine, wofür man sich auch engagiert, man will eigentlich aus dem Leiden raus. Und es gibt einen Satz des Buddha, wo er sagt, eines, nur eines lehre ich, Leiden und den Weg aus dem Leiden heraus. Ich meine, Sprache ist schon was Interessantes. Man denkt immer, man versteht das, wenn man was hört. Aber meistens denkt man sich was zusammen. Und man ist nie so ganz sicher, ob man das, was die anderen gemeint haben mit ihren Worten, ob wir das wirklich verstanden haben. Ja, ich möchte heute Abend anhand der vier edlen Wahrheiten, anhand der ersten Unterweisung des Buddha, anhand dieser Thesen, die er da aufgestellt hat, ein bisschen nachdenken über den Begriff Leiden und den Weg aus dem Leiden heraus. Also ich glaube, wir sind uns einig, und das sagt der Dalai Lama in jeder öffentlichen und nicht öffentlichen Veranstaltung, alle Wesen wollen glücklich sein und niemand will leiden. Und das ist in Ordnung. Das ist verständlich und das ist ehrenwert und das ist redlich und das ist in Ordnung, aber es ist nicht so ganz realistisch. Und die Grundthese, warum das nicht so ganz einfach ist mit dem Weg aus dem Leiden heraus, habe ich hier in Berlin von einem tibetischen Lama gehört, von Ringo Tulku. Der ist jetzt so Anfang 50, einer, also aus der jüngeren Generation. Der hat bei einem Vortrag mal gesagt, wenn es unerwachten Menschen materiell einfach gut geht, wird es ihnen langweilig. Dann stellen sie irgendetwas an, damit wieder was los ist. Und meistens endet das in Leiden. Das ist eine moderne Formulierung der Aussage des Buddha, solange wir im Griff von Gier, Hass und Verblendung stecken, werden wir nicht aus dem Leiden herauskommen. Und solange irgendjemand im Griff von Gier, Hass und Verblendung steckt, wird das Handeln dieser Person unter anderem Leiden nach sich ziehen. Das ist eine Art, darüber zu sprechen. Die moderne Version, die nicht religiös ist, habe ich bei dem Philosophen Peter Sloterdijk gelesen. Ohne Vertikalspannung wird man faul und träge und verwöhnt. Vertikalspannung ist, man hat eine Vision. Man will irgendwo, man hat noch eine Vision im Leben. Man will sich entwickeln. Man hat auch Freude dran, sich zu bemühen. Und wenn man das nicht mehr hat, und das ist ja ein Teil des Problems unserer Zeit, ja, man kann ja inzwischen per Knopfdruck, man kann ja inzwischen alles sich nach Hause liefern lassen, man muss ja nicht mal mehr einkaufen gehen. Man kann sich sogar die Wohnung putzen lassen. Man braucht überhaupt nichts, man kann sich in den Lehnstuhl legen, Krimis lesen oder Fernsehen gucken und alles machen lassen. Aber auch die Leute sind nicht unbedingt glücklich. Ich bin heute Abend auch nicht ganz rundum glücklich, weil ich eine leichte Erkältung habe und zwischendurch mal hust. So, jetzt möchte ich ein bisschen über die vier Wahrheiten sprechen, weil die so ein Gesamtbild geben, was viele Anstöße gibt zum Nachdenken, zum Reflektieren der eigenen Erfahrungen. Zunächst zu dem Begriff Satya, Wahrheit. Die vier Wahrheiten, oft wird gesagt, die vier edlen Wahrheiten. Ja? Das sind jetzt aber nicht Wahrheiten im europäischen Sinne, also die Wahrheit, die ist da drin in diesem Text aufgeschrieben, die ist da, objektiv irgendwo,
Und wenn ich die entdecke, dann ist okay. Sondern, also es sind keine metaphysischen Wahrheiten, die uns offenbart werden oder erzählt werden können, die wir irgendwo finden können und dann ist alles gut, sondern das sind eigentlich Aufgaben, die wir je unterschiedlich, wie wir sind, ja, zu tun haben. Ich nenne sie kurz alle viermal. Es gibt Leiden, die erste Wahrheit, die erste Aussage, die erste Aufgabe, da komme ich gleich dazu. Es gibt Leiden, zwei, Leiden hat Ursachen, drei, es gibt ein Ende vom Leiden und viertens, es gibt einen Weg zum Ende vom Leiden, aus dem Leid heraus. Was ist die Aufgabe oder was ist der Sinn der ersten Aussage? Es gibt Leiden. Es gibt Interpretationen dieses Satzes, die behaupten, Leben besteht aus Leiden und zwar nur und ausschließlich aus Leiden. Das klingt so ein bisschen, das Leben ist ein Jammertal, nix wie raus. Ab, fort in Himmel, ja, irgendwo ins Jenseits. Das ist nicht damit gemeint, sondern Leiden kommt vor. Leiden kommt vor. Und dann gibt der Buddha seine berühmte Liste. Geburt ist Leiden, Altern ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Sterben ist Leiden. Verlieren, was man liebt, ist Leiden. Nicht bekommen, was man will, ist Leiden. Bekommen, was man nicht will, ist Leiden. Und die achte Art wird unterschiedlich formuliert, die für mich einleuchtendste Fassung lautet, man ist nie sicher vor Leiden, egal wie schön das Leben gerade ist. Selbst wenn alles Paletti ist, alles läuft rund. Ich weiß nicht, was morgen passiert. Mein Leben ist komplex. Was ist jetzt die Aufgabe? Die Aufgabe, die mit dieser ersten Aussage verbunden ist, es gibt Leiden. Die Aufgabe ist, dieses Leiden gilt es wahrzunehmen. Die Aufgabe ist nicht, es wegzumeditieren, es zu verdrängen, es zu ignorieren, es zuzudecken, es schön zu reden, sondern es gilt, Leiden zu spüren. Und in einer etwas moderneren Sprache könnte man sagen, es geht darum, dass wir die Botschaft, die im Leiden gegeben wird, hören. Ich meine, wenn mein Rücken zieht, wenn mein Nacken wehtut, ist es eine Botschaft. Hallo, du bewegst dich zu wenig, du sitzt schon so lange am Computer. Ja, mach mal einen Spaziergang. Du sitzt verkrampft. Wenn ich Herzschmerz habe, also ich meine es Emotionalen, wenn ich an eine Person denke und da tut mir was weh, dann ist es ein Hinweis, guck dir mal die Beziehung an. Was hast du denn für Erwartungen und so weiter. Also wenn es weh tut, körperlich oder emotional, oder wenn mir ein bestimmter Gedanke weh tut, den ich immer bewege, wenn ich mich im Kreise drehe und es ist schlimm 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 und es ist ganz schlimm und es ist gemein und es ist gemein und die ist schuld und ich bin schuld und ihr seid schuld und die anderen sind schuld und ich bin schuld. Gedanken können ja wehtun. Dann ist es ein Hinweis, hallo, guck da mal hin, da läuft etwas nicht rund. Und das ist eines der Bilder von Leiden, was mir sehr gefällt, ein Bild. Dukkha im Sanskrit und Tibetisch, im Pali ist ein Rad, was nicht rund läuft. Sukha ist ein Rad, was rund läuft. Es läuft. Sagen wir, es läuft rund. Wie geht dein Leben im Moment? Es läuft alles. Ja? Und Dukkha ist, das Rad eiert. Das läuft nicht rund. Also nicht furchtbarer Schmerz, sondern Dukkha ist, ich bin nicht so richtig zufrieden. Es ist einfach nicht so richtig in Ordnung. Irgendwas läuft schief. Das Rad meines Lebens eiert. Es läuft nicht rund. Und da kann großer Schmerz dazugehören, aber auch dieses irgendwie, alles ist okay, aber irgendwie ist es mir langweilig. Ja, Kinder haben das manchmal sehr deutlich. Ja, alles ist okay, es ist warm und sie haben gegessen und sie haben geschlafen und dann sitzen sie irgendwie da und Erwachsenen geht es auch so. Ja. Also spüren, die Botschaft hören, das ist die Aufgabe. Und das ist nicht nett. Also ich meine,
Es ist zwar biologisch sinnvoll, ich meine, deswegen haben wir unangenehme Gefühle, jetzt, das dient dem Überleben. Dass ich auf das achte, wo Schmerz auftaucht, da muss ich hingucken, hinspüren, weil es könnte gefährlich werden. Ja, wenn mir ein Essen nicht schmeckt, es könnte vergiftet sein oder vergammelt oder sonst was, ja. Also spüren, die Botschaft hören. Aber in unserer Zeit wollen wir es ja bequem haben. Und da ist eher die Haltung, das soll weg. Und das ist ein Großteil unserer Medizin funktioniert immer noch so. Es tut mir was weh, machen Sie es weg, Frau Doktor. Ja? Ist mir wurscht, was das die Ursache ist, ich will es nur weg haben. Ja? Oder wir deckeln. Wir lenken uns ab. Das ist manchmal sinnvoll. Ja, wenn man eine chronische Krankheit hat und der Schmerz geht nicht weg, ist es sinnvoll, sich auch mal mit was abzulenken, klar. Oder dämpfende Medikamente zu nehmen. Aber erst mal hinhören, hinspüren. Nicht so einfach. Ohne den Weg geht's nicht. Das wäre sozusagen buddhistisch die Anamnese. Ja, oder in unserem Begriff. Wir gucken, was ist los. Jetzt gibt es zweierlei Leiden. Das eine ist das natürliche Leiden, das habe ich gerade aufgezählt, Geburt, Alter, Krankheit, Sterben, Verlieren, nicht bekommen. Ja? Und der Buddha nennt es natürliche Leiden, weil das zum Leben gehört. Das sind keine Unfälle, die wir durch korrekte Ernährung, korrektes Denken, irgendwelche korrekten Verhaltensweisen vermeiden können. Und ich denke, also ich merke das an mir, dass ich immer wieder, wenn irgendeine Krankheit, jetzt die Erkältung, ich habe wahrscheinlich im Zug, hätte ich eine Jacke anziehen sollen vor 2 Tagen. Da hat es zwischendurch gezogen. Also ich denke sofort, ich habe was falsch gemacht. Ich meine, man kann natürlich schon auf die Bedingungen achten, aber so heimlich denke ich, wenn ich wirklich aufpassen täte und mich wirklich gesund ernähren würde und wirklich auf meine genug Bewegung und das richtige Essen, dann würde ich nicht krank werden. Also wenn ich krank werde, habe ich was falsch gemacht. Irgendwie so. Beziehungen. Ja, wenn ich früher zur Therapeutin gegangen wäre, wenn wir früher eine Paartherapie gemacht hätten, wenn ich nicht so hohe Ansprüche, wenn ich mehr Ansprüche, wenn ich klarer, wenn ich und so weiter, weniger fordernd, mehr fordernd. Wenn ich es richtig gemacht hätte, hätte ich keinen, würden wir uns jetzt nicht trennen. Oder hätten wir weniger Probleme. Wenn wir vor 20 Jahren schon bla 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 gemacht hätten, würden wir uns jetzt nicht trennen. Oder wäre es nicht so langweilig? Also, der Buddha sagt, natürliches Leiden gehört zum Leben. Und wir sollten damit rechnen. Ich meine, ich kenne so viele Leute, die jetzt erkältet sind, warum soll ich nicht auch eine Erkältung kriegen? Ich kriege sonst zwar meistens keine, aber nicht, weil ich mich richtig verhalte oder besser verhalte, sondern weil ich eine relativ stabile Konstitution habe. Ja? Okay. Es gibt natürliches Leiden und es gibt zusätzliches Leiden. Und das zusätzliche Leiden schaffen wir uns dadurch, dass wir sagen, ja, ja, das natürliche Leiden kommt natürlich vor, Alter, Krankheit, Tod, das wissen wir. Ich bin ja nicht blöd. Aber nicht heute, nicht in meiner Familie, nicht bei meinen Angehörigen, nicht bei mir. Also ich meine, krank werden ist schon okay, wenn es gerade reinpasst in meinen Tagesplan. Aber nicht am ersten Urlaubstag und nicht am ersten Kurstag und nicht mitten im Urlaub und nicht vor einem Fest und nicht nach einem Fest und so. So ab und zu mal so eine kleine Krankheit ist schon okay, aber nicht was Gemeines. Und erst wenn ich alt bin, nicht wenn ich jung bin. Okay. Das natürliche Leiden gehört zum Leben dazu. Das zusätzliche Leiden schaffen wir uns zusätzlich, indem wir sagen, das soll aber nicht so sein. Ich komme gleich nochmal da drauf. Ja, also Leiden spüren und untersuchen in der Weise, das wäre eine Übung, die wir machen können, das machen wir nachher als geleitete Übung. Welche Probleme habe ich zurzeit, unter was leide ich zurzeit? 3, 4 Sachen, körperlich, emotional, geistig. Und dann kann man untersuchen, sind es natürliche Leiden, die zum Leben gehören, verlieren, was man liebt, ist einfach Leiden. Der Buddha hat nicht behauptet, wenn man 3 Wochen meditiert oder 5 Jahre, wird man dann nicht mehr leiden. Das hat er nicht gesagt, sondern man kann lernen, das zu akzeptieren, dass das vorkommt. Verlieren, was man liebt, ist Leiden. Das tut weh, allen Leuten. Allen Leuten. Wenn der Dalai Lama seine Lieblingsuhr verliert, seine Armbanduhr, für einen Moment tut es weh.
Ja? Und er ärgert sich auch manchmal, sagt er. So, für ein paar Momente, richtig. Oder ist traurig. Ja? Sagt er, offen, öffentlich. Okay. Also angucken, spüren, untersuchen. Die zweite edle Wahrheit, Leiden hat Ursachen. Ja. Und die Ursache, die manchmal als Zentrale beschrieben wird, ist, Begehren ist die Ursache für Leiden. Tanha, Trishna im Sanskrit, das heißt eigentlich Durst. Und da wird gesagt, Sinnesbegehren, Daseinsbegehren, Selbstvernichtungsbegehren ist die Ursache von Leiden. Sinnesbegehren, ich möchte einfach schöne Gefühle haben. Wir haben ja schließlich 5 Sinne und es soll schöne Gefühle geben. Ja, ist doch klar. Also wenn ich schon rieche, möchte ich Schönes riechen. Wenn ich schon was höre, möchte ich Nettes hören. Und riechen und schmecken und spüren, das soll einfach angenehm sein. Aber manchmal sind wir ja so komisch, dann fangen wir an, Zigaretten zu rauchen. Das ist ja, ich kann mich noch an meine erste Zigarette erinnern, das hat überhaupt nicht geschmeckt. Aber es war etwas Hochbesetztes, was die Großen gemacht haben, dann hat man es nachgemacht. Ja? Man macht es und es gibt einen Sinneseindruck, nicht mal den schönen. Und ein Teil unserer Aktivitäten besteht darin, dass wir überhaupt Sinneseindrücke haben, vor allen Dingen, wenn es uns langweilig ist, überhaupt Sinneseindrücke, nicht mal schöne. Sondern dass irgendwas los ist, ja? Weil ich mich sonst nicht spüre. Ich will etwas spüren. Dann sagen sie Daseinsbegehren, ich will jemand sein. Also wenn ich schon da bin, dann will ich auch wichtig sein und anerkannt sein. Und wie oft hören wir das, ich will gesehen werden, ich will wahrgenommen werden, ich will geschätzt werden, ich will anerkannt werden. Das heißt nicht, dass es blöd ist, sondern der Buddha sagt nur, und das führt zu Leiden. Wenn man erwartet, dass das kommen soll. Also es ist normal und es ist auch notwendig für Kinder, ja, in der Kindheitsentwicklung. Wenn Kinder nicht wahrgenommen werden, wenn sie nicht gespiegelt werden, entwickeln sie sich nicht besonders gut. Ja? Und auch als Erwachsene brauchen wir Menschen, die uns spiegeln. Aber wir haben keine Garantie. Also wir kommen nicht auf die Welt mit einem Garantieschein und du kriegst genau das rechte Maß an Zuwendung, Anerkennung, gesehen werden, gespiegelt werden, was du brauchst. So ist es nicht. Ich meine, Leiden kommt vor. Wenn Gierhass und Verblendung da ist. Und wer hat schon Eltern gehabt ohne Gierhass und Verblendung? Und die hatten auch Eltern mit Gierhass und Verblendung. Und wenn wir selber Eltern sind, ich meine, alle, die Eltern sind, wissen, dass es nicht so einfach ist, ohne Gierhass und Verblendung Kinder großzuziehen oder Kinder zu unterrichten oder was auch immer. Dann, finde ich sehr interessant, sagt der Buddha, gibt es noch ein Selbstvernichtungsbegehren. Wenn man frustriert ist, weil das Leben nicht läuft, wie es sein soll, dann gibt es Menschen, die sagen, ich will überhaupt nicht mehr existieren. Wenn ich nicht kriege, was ich will, will ich alles kaputt machen, mich kaputt machen. Und ich meine, glaube ich, 50% der Opern, des Opernstoffes besteht daraus, dass jemand sagt, und wenn du mich nicht liebst, dann bringe ich dich um. Ja, oder ich bringe mich um. Weil wenn ich dich nicht lieben darf und du mich nicht liebst, dann soll niemand dich lieben. Krimis, Dramen, Songs, Balladen. Aus dem Stoff ist das Drama des Lebens. Tja, eine der praktisch, also bodenständigsten Interpretationen der Ursache von Leiden habe ich von Ayakema gelernt. Ich will es anders haben, als es ist. Das ist die Ursache von Leiden. Ich will jetzt nicht, dass heute Schnee ist. Ich will heute nicht erkältet sein. Ich will einfach nicht, dass es so ist, wie es ist. Ich will jetzt nicht müde sein beim Meditieren. Jetzt setze ich mich schon hin zu meditieren, jetzt habe ich Zeit und jetzt schlafe ich ein. Oder ich bin aufgeregt. Oder ich kann mich nicht konzentrieren. Das ist doch gemein. Ich will, dass es anders ist, als es ist. Und zwar ist damit nicht gemeint, okay, ich bin unkonzentriert beim Meditieren. Das liegt daran, dass ich sehr unregelmäßig meditiere und jeden Tag was anderes. Jetzt nehme ich mir vor, ich übe jetzt mal 4 Wochen lang, 5, 6 Mal die Woche, 10 Minuten mich auf den Atem auszurichten. Das mache ich einfach, ob ich gut gelaunt bin oder schlecht gelaunt bin. Die Lebenserfahrung zeigt, wenn man das ein paar Monate macht, wird die Konzentration ein bisschen besser. Die steigt nicht gleich auf 100%, aber durch Übung
entsteht mehr Konzentration. Das ist nicht gemeint mit der Ursache von Leiden, das ist der Ursache von Glück. Ich sehe, wo ich stehe. Ich kann ein bisschen abschätzen, wo ich hin will. Ich kenne die Methoden, wie ich von A nach B komme und bin bereit, was dafür zu tun. Ist doch nicht schlecht. Dann kommt ein bisschen was bei raus. Und dann, wenn man das so anpackt, dann merkt man auch, dass Entwicklung sehr langsam geht. Das hilft einem, überzogene Ansprüche ein bisschen zu reduzieren. Aber wenn man nichts tut, dann kann man wunderbar Utopien entwickeln, so richtig so. CinemaScope und ganz toll und perfekte Gesellschaft, perfekte Beziehung, perfekte Meditation, so richtig schick und gut. Und man hängt es so hoch, dass man locker unten durchkommt. Dann geht es einem überhaupt nichts an. Dann kann man immer sagen, ich schaff's ja eh nicht. Das ist einer der besten Tricks, um nichts zu verändern im Leben, dass man die Ansprüche so hochschraubt, dass man sie sowieso nicht erreicht. Und das ist die Ursache von Leiden. Dann sagt man, ich will es anders haben, als es ist. Ich will, dass die Gesellschaft anders ist, als sie ist. Ich will, dass das Finanzsystem anders ist, als es ist. Ich will überhaupt, dass ich anders bin und du anders bist. Ich will, dass es anders ist, als es ist. Ich verstehe es zwar auch nicht, wie man da hinkommt. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das Gesundheitssystem so optimal regelt, dass das dem Demokratiefaktor einbezogen, dass das alles klappt. Also genau weiß ich es auch nicht. Und ich weiß auch nicht, wie man es durchsetzen könnte. Aber ich will, dass es anders ist, als es ist. Das ist die Ursache von Leiden. Wenn man nicht weiß, wo man hin will genau, wenn man nicht weiß, wo man ist genau und wenn man nicht weiß, wie man von A nach B kommt. Aber dran festhält, ich will, dass es anders ist, als es ist. Es ist natürlich ein hilfreicher Impuls erstmal. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ist. Das kann mich motivieren, genauer hinzugucken. Aber dann ist wieder die Aufgabe Nummer eins, es gibt Leiden. Guck's an, welche Botschaft gibt dir dein Körper, geben dir deine Gefühle. Geben dir deine Gedanken. Kannst du das angucken? Kannst du das zur Kenntnis nehmen? Ja, dann will ich was zum Wort Ursache sagen. Ursache. Da denken wir gerne an lineare Kausalität. Was ist die Ursache von Licht? Der Druck auf den Lichtschalter. Was ist die Ursache meiner Unfähigkeit zu lieben? Ja, ich meine, es ist ja klar, wer schuld ist. Meine Mama oder mein Papa. Ich meine, oder was auch immer. Also wir denken oft, wenn uns etwas nicht passt, wir wollen es anders haben, als es ist, und denken, wenn wir dann an die Ursachen denken, dann denken wir sehr gern monokausal, linear. Ja, wer ist schuld an diesem verpatzten Abend? Du natürlich, du hattest schlechte Laune. Du bist nach Hause gekommen, hast sowieso zu viel geredet, zu wenig geredet, gar nichts geredet, Dauer geredet. Es liegt an dir, ist ja logisch. Also wenn wir leiden unter etwas, nicht so genau hingucken wollen und dann nach den Ursachen suchen, verfallen wir sehr schnell in die Neigung, lineare Ursachen. Ich sag monokausal lineare Ursachen. Das ist aber nicht gemeint. Leider verstehen das weder alle Physiker, noch alle Buddhisten, noch alle Psychotherapeuten, noch alle Leute, die in der Politik arbeiten, in der Pädagogik und so weiter. Noch nicht alle, die Vorträge halten. Es ist sehr einfach, darüber zu reden, aber sich danach zu verhalten, ist nicht so einfach. Ich nehme jetzt einen Begriff aus der Physik. Da sprechen Sie seit der Quantenphysik von der linearen Kausalität, die unsere, sozusagen die mittlere Dimension des Lebens gut beschreibt, alltagstauglich ist, ja, der Begriff. Der Druck auf den Lichtschalter ist meistens die Ursache davon, dass Licht angeht. Vorausgesetzt, die Birne ist nicht kaputt und das E-Werk streikt gerade nicht und es gibt keinen Wackelkontakt. Also, aber das braucht man ja im Allgemeinen nicht, das geht ja. Und dann gibt es komplexe Kausalität. Der Unterschied, jetzt mal ganz, ganz platt, ganz einfach, so dass ich selber verstehe. Bei der linearen Kausalität ist das Prinzip unserer Experimente. Die kann man an jedem Ort unter gleichen Bedingungen wiederholen und kommt das Gleiche raus. Das heißt, man kann Prognosen machen. Wenn A, dann B. Super. Das lieben wir, das lieben auch die Physiker. Und ich glaube, viele Buddhisten lieben das auch. Die fänden das so gut, wenn man das so erklären könnte. Du hast eine schwache Gesundheit? Naja, ich meine, wahrscheinlich hast du im letzten Leben Leute verletzt.
und sie schlecht behandelt. Du findest dich nicht hübsch genug? Wahrscheinlich hattest du im letzten Leben zu wenig Geduld. Wenn man nämlich geduldig ist, wird man schön. Du hast keine gute Stimme? Ja, wahrscheinlich im letzten Leben. Hast du gelogen? Weil wenn man eine schöne Stimme hat, ist das das Resultat, der Effekt von Wahrheit sprechen. Und wenn man im nächsten Leben eine schöne Stimme haben will, muss man jetzt die Wahrheit sagen. Ich meine, das steht in manchen Lehren, die ich studiert habe. Lineare Kausalität, Gesundheit, Leben schützen. Die Ursache von Gesundheit ist Leben schützen. Da denkt man natürlich sofort wieder, oh Gott, was habe ich alles im letzten Leben verbrochen? Und als Kind habe ich, oh, wie viele Mücken habe ich totgeschlagen oder was auch immer. Ne? Lineare Kausalität ermöglicht Prognosen. Deswegen ist die so beliebt. Und deswegen benutzen wir die auch in Argumenten, in emotionalen Streitereien und so weiter, in der Erklärung von Krankheiten. So, du hast öfter Erkältungen. Ja, das liegt ja wahrscheinlich daran, dass, Doppelpunkt, dann geben wir gute Ratschläge. Komplexe Kausalität erlaubt keine Voraussage für den Einzelfall, nur statistische Aussagen. Also, in Deutschland kriegen die Frauen knapp 2 Kinder pro, 1,6 oder 1,7, ist völlig klar, das kann man als statistische Aussage machen, genau, ganz genau. Aber welche Frau Kinder kriegt, kann man nicht sagen. Also statistisch kann man sagen, wenn man regelmäßig meditiert, versteht, was man meditiert, die Übung kennt, vertraut damit ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass man mehr Konzentration entwickelt, dass das Herz aufgeht, dass man ein bisschen klarer wird und so weiter. Aber bei wem das wann der Fall ist, kann man nicht sagen. C'est le problème. Ja? Und für mich ist diese Unterscheidung zwischen linearer Kausalität, die Prognosen für den Einzelfall erlaubt, und komplexer Kausalität, die klar macht, es gibt höchstens statistische Aussagen. Und die stimmen auch nur dann, wenn man relativ viele Informationen hat. Aber der Rest ist einfach komplex. Hilft mir, um Ansprüche zu reduzieren. Ja? Ja, und das ist der Punkt. Zusätzliches Leiden entsteht, wenn man unrealistische Erwartungen hat. Das ist ganz einfach. Unrealistische Erwartungen an sich selber. Ich sollte eigentlich in der Lage sein. Also wie lange meditiere ich jetzt schon? Also ich bin jetzt schon wirklich groß. Ja, ich bin schon über 40. Das sagen selbst die Schwaben, dass man dann vernünftig wird. Gell? Warum mache ich immer noch nicht immer das, was ich für richtig halte? Warum eigentlich nicht? Ja, ich weiß, woran es liegt. Dann kommt wieder so eine elegante, die ist meistens nicht elegant, so eine grobe, lineare Erklärung. Mir hilft es, also diese Erläuterung von des Unterschiedes zwischen linearer und komplexer Kausalität hilft mir, wenn ich mal wieder denke, ah, das liegt doch daran, das ist doch klar, liegt doch auf der Hand. Dass ich sage, hallo, wahrscheinlich ist es komplexer, als ich denke. Und der buddhistische Begriff für komplexe Kausalität ist bedingtes Entstehen. Und wenn Karma-Prinzip übersetzt wird mit Ursache-Wirkungszusammenhang, ist es eigentlich falsch. Weil das suggeriert lineare Kausalität. Monokausale, lineare Erklärungen. Das stimmt einfach nicht. Der Buddha hat nicht Ursache-Wirkung-Zusammenhänge gelehrt, monokausal, sondern bedingtes Entstehen. Und das heißt, man versteht's nie ganz genau. Man kann verstehen, was man versteht, tun, was man tut, sein Bestes tun, ja, ist schon gut, eine Diagnose zu stellen, wenn man eine gute Anamnese gemacht hat. Aber erstmal muss die Anamnese da sein, was für Leiden ist da. Dann eine Diagnose stellen, aber jeder Arzt, jede Ärztin weiß, nach meiner Erfahrung könnte das das oder das oder das oder das sein. Aber es könnte auch noch was anderes sein und das passiert ja auch oft. Überzogene Ansprüche an uns und andere
an die Stadt Berlin, an die S-Bahn, also was auch immer es ist, ja, führt zu Frustration. Also ich, als ich heute zu Hause losfuhr mit der Regionalbahn, bin ich schon mal zum Bahnhof gefahren mit der Erwartung, also wenn der Zug jetzt nicht fährt, dann fährt wahrscheinlich der nächste. Und als ich im Hauptbahnhof ankam, sah ich, dass der Gegenzug, nee, in Südkreuz war, sah ich, dass auf dem anderen Bahngleis stand, dieser Zug fällt aus. Dachte ich, habe ich wieder Glück gehabt, mein Zug fährt. Also ich bin schon mit der Erwartung an Bahnhof, wer weiß, ob der Zug fährt. Und dann bin ich zur S-Bahn und dachte, hoffentlich fährt die jetzt. Und auch da wieder an einem Bahnhof gesehen, dieser Zug fällt aus. Also ich rechne damit. Ich habe natürlich Glück gehabt, dass ich trotzdem pünktlich hier angekommen bin. Manchmal klappt es nicht so ganz, aber ich habe nicht mehr überzogene Ansprüche an die S-Bahn, an den ICE, ja, an die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, an die Menschen, mit denen ich zusammenlebe, dass ich erwarte nicht, dass die immer gut gelaunt, entspannt, topfit, arbeitsfähig, ausgeglichen und so weiter sind. Und ich rechne damit, dass sie Sachen vergessen oder dass sie einen schlechten Tag haben oder, ja. Also nicht im Sinne, ich rechne damit, dass alles schief geht, so meine ich es nicht, aber mir immer wieder klar machen, es ist einfach nicht so. Und ich meine, eigentlich ist es leicht zu verstehen. Ich meine, wenn man mal eine Woche anguckt, haben sich alle Leute, einschließlich meiner Person, immer perfekt verhalten, angemessen. Gedanken sind Vorstellungen. Jeder einzelne Gedanke ist ein Vorschlag. Es ist kein Befehl. Es ist keine korrekte Beschreibung der Wirklichkeit, sondern ein Vorschlag. So wie ein Gefühl ist ein Hinweis. Pass auf. Ein Gedanke ist ein Vorschlag. Ich habe da so eine Idee. Ist aber nur eine Vorstellung. Ist keine 1:1 Beschreibung der Wirklichkeit. Jeder Gedanke, jede Überlegung, jede Vorstellung ist eine Arbeitshypothese. Also ich gebe dann den Artikel um 5 ab. Also ich kriege dann das Paket morgen. Was auch immer, ja. Das sind Arbeitshypothesen, wo erst der konkrete Ablauf beweisen muss, ob das stimmt oder nicht. Und im Buddhismus nennt man das die Unterscheidung zwischen gültigen und ungültigen Vorstellungen oder Konzepten. Und ein gültiges Konzept ist ganz einfach zu beschreiben, hat 2 Bedingungen. Erstens, ich weiß, es ist ein Konzept. Haha. Zweitens, es funktioniert. Ich nehme jetzt ein Beispiel, was mich früher immer furchtbar geärgert hat. Eine richtige Frau hat einen Mann und ein Kind oder 2 oder 3. Es gibt Leute, die haben nicht gemerkt, dass das eine Vorstellung ist und sie haben es auch nicht überprüft, ob es funktioniert und zutrifft. Ich meine, das kann man sofort widerlegen. Ja? Eine richtige Frau ist eine richtige Frau. Ob die jetzt einen Mann hat und ob die Kinder hat, das muss man erstmal gucken. Muss man nämlich hingucken, prüfen. Ja? So kann man jeden Anspruch, den man an sich selber hat, hinterfragen. Weiß ich, dass das eine Vorstellung ist? Hat die schon mal funktioniert? Also ich finde, alle Kolleginnen und Kollegen sollten immer pünktlich kommen und ihre Arbeit perfekt erledigen. Ich meine, das ist doch das Mindeste, was man erwarten kann. Steht ja im Arbeitsvertrag. Ist das schon mal vorgekommen? Weiß ich, dass das ein Konzept ist? Ja? Weiß ich das? Also ich finde die habe ich 88 gehört, diese Unterweisung. Seither beflügelt mich das. Weiß ich, dass das ein Konzept ist? Das steht aber in der Verfassung, steht im Arbeitsvertrag. Darauf haben wir uns geeinigt, das ist eine Absprache. Ja gut, auch Absprachen sind bestenfalls Arbeitshypothesen.
Ob man sich dran hält, muss man sehen. Gut. Aus diesen unrealistischen Erwartungen entsteht natürlich Frustration. Da ist die Frustration eingebaut. Klar. Das wäre die Verblendung. Gier ist, ich will es anders haben, als es ist. Und wenn es nicht so ist, wie ich es haben will, dann bin ich wütend. Da haben wir Gier, Hass und Verblendung. Die drei Gifte. Ursache für Leiden. Wenn man die beiden ein bisschen kapiert, es gibt Leiden, es ist günstig damit zu rechnen, es gibt natürliches Leiden, gehört zum Leben dazu, es gibt zusätzliches Leiden, was ich mir schaffe, wenn ich sage, soll aber nicht so sein und nicht heute und nicht bei mir. Leiden hat Ursachen, falsche Vorstellungen und dieses, ich will anders haben, als es ist. Und hinter dem, ich will es anders haben, als es ist, stehen da die Vorstellungen, die meistens nicht sehr realistisch sind. Wenn man das so ein bisschen kapiert hat, dann nähern wir uns Nummer 3. Leiden kann aufhören. Jetzt aber ist die Frage, welches Leiden hört auf? Und die Kindergartenvariante ist nie mehr Aua. Alles gut. Und ich muss sagen, ich habe selber hohe Motivation gehabt, buddhistische Übungen zu machen, aus der Vision heraus, die kennen den Schalter, wo man Leiden abstellen kann. Und ich denke, es ist bei vielen Menschen eine Motivation, sich mit buddhistischen Übungen zu beschäftigen, weil man hofft, ich lerne jetzt, wie man Leiden abstellen kann. Na gut, ein bisschen üben muss man schon, das sehe ich ein, aber irgendwann ist Schluss damit. Ja, ich glaube, ich halte das für eine falsche These. Was ich glaube ist, also ich sage jetzt mal, ich zitiere erstmal, was der Buddha sagt. Die Wahrheit von der Leidenserlöschung, das ist das Abwenden, das Fahrenlassen, das Nichthaften des Begehrens in Bezug auf alles Liebliche und Angenehme. Also, Loslassen dieser überzogenen Ansprüche sollte immer alles nett sein. Übersetzt. Wenn ich diesen Wunsch, es soll immer alles schön sein, fahren lasse, dann hört Leiden auf. Aber welches Leiden hört auf? Erstmal hört das zusätzliche Leiden. Also sagen wir mal, das zusätzliche Leiden wird weniger. Wenn ich realistischer, wenn ich meine Erwartungen überprüfen kann, wenn ich merke, das sind Erwartungen, und nicht mehr so verbissen dran festhalte, wenn ich mit Leiden rechne, mit dem Natürlichen, dann habe ich schon sehr viel weniger Leiden. Und ich verkünde jetzt meine falsche Statistik, die ich pädagogisch wertvoll finde. Ich behaupte, dass natürliche Leiden, Alter, Krankheit, Sterben, verlieren, was man liebt, nicht kriegen, was man will, kriegen, was man nicht will, nie sicher sein vor Leiden, macht ungefähr 5% unseres Leidens aus. Und 95% zusätzliches Leiden schaffen wir uns, dass wir sagen, es soll aber anders sein, als es ist. Und wenn man jetzt mal die Ansprüche überprüft und da ein bisschen locker lässt, kann man von diesen 95% 10, 20, 30, 40 auflösen. Und also ehrlich gesagt, wenn in meinem ganzen Leben meine buddhistische Praxis nur dazu führt, dass 30%, 40% weniger Leiden da ist, bin ich schon ziemlich zufrieden. Und das ist etwas, was ich merke. Ich leide weniger als Kind. Ich leide weniger, als ich gelitten habe als junge Frau, also als Pubertierende sowieso. Weniger als junge Frau. Weniger in so der Mitte meiner Zeit. Ich leide jetzt von ganzem Leben am wenigsten. Die letzten 5, 6 Jahre leide ich am wenigsten. Wo ich immer noch leide. Aber signifikant weniger. Allerdings, ich glaube nicht, dass es messbar ist in einer Tabelle. Ja, und jetzt, wie kommt man mit dem Rest vom Leiden klar? Mit diesen von mir behaupteten 5%, die durch das natürliche Leiden entstehen? Da ist das Angebot der Buddhisten die Entidentifikation. Und Ayakemas Satz war, es gibt Leiden, aber wenn man sich nicht mehr identifiziert,
niemanden, der leidet. Und bezogen auf Befreiung, es gibt Befreiung, aber niemand, der sie erreicht. Weil dann die Identifikation nicht mehr da ist und das ist das Element von Befreiung. Dann passiert das, was man in der Meditationsanweisung so hört. Anspannung steigt auf. Druck steigt auf. Haben wollen steigt auf. Ärger steigt auf. Aber ich sage nicht, mein Ärger, ich bin wütend, sondern es steigt auf. Und das Interessante ist, was alle entdecken, wenn sie regelmäßig meditieren. Selbst Schmerzen bleiben nicht, wenn man sie nicht festhält. Blöde Gedanken bleiben nur dann, wenn man sie festhält. Normalerweise kommen Gedanken hoch und wenn man nichts tut, dann gehen sie wieder. Blöde Erinnerungen tauchen auf und wenn man sie nicht gezielt festhält, dann gehen sie wieder. Allerdings nur, wenn man entspannt ist. Wenn man angespannt ist und überzogene Ansprüche hat, dann kommt Ärger und dann merkt man nicht, dass man angespannt ist, kriegt man nicht so mit. Dann hält man fest. Die Leute behaupten zwar, die Gedanken kommen immer wieder und die halten mich fest und diese ganz schweren Gefühle, die kommen und halten mich fest. Da kriegt man nicht mit, dass man sich selber durch Ansprüche und Anspannung verkrampft und festhält. Und wenn man mal so ein paar entspannte Momente beim Meditieren hat, dann merkt man, dass das so ist. Das kommt und es geht, wenn man es nicht festhält. Und dann kommt wieder was und geht wieder. Das ist das Wunder, was man erlebt in der sogenannten formlosen Praxis, in der Meditationspraxis ohne Objekt, wo man also nicht auf den Atem achtet oder auf ein Mantra achtet oder auf ein Gefühl achtet oder auf einen Körperpunkt achtet, sondern lernt entspannt und wach und offen da zu sitzen. Oder wir haben ein Bild dafür gefunden in einem Lied. Ich liege in der Hängematte der Achtsamkeit. Ja? Ich liege in der Hängematte der Achtsamkeit. Das kann man nicht machen. Also da ist die Grenze dieses Bildes. Ich kann mich in die Hängematte legen, aber in die Hängematte der Achtsamkeit, da fällt man sozusagen rein, wenn man lange genug übt oder in einer entspannten Verfassung übt. Und dann merkt man plötzlich, alles Mögliche taucht auf und geht wieder. Ohne dass man was machen muss. Man muss nicht wegschubsen, sondern wenn man nicht festhält, geht jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Erinnerung von alleine wieder. Das ist ein, wenn man das mal entdeckt, das kann man dann immer noch nicht machen, aber dann weiß man sozusagen, in welche Richtung es geht. Erfahrungen bleiben nur bei uns, wenn wir sie festhalten. Und das ist Aufwand. Deswegen geht es in einer tief entspannten, wachen Verfassung, dass man Erfahrungen einfach zur Kenntnis nimmt. Das ist das Abwenden, Fahrenlassen, das Nichthaften des Begehrens. Diese Ignoranz, die greift aus Angst, aus Unsicherheit. Die ist manchmal nicht da. Diese entspannte Haltung, in der diese Erfahrungen möglich werden, von Aufhören des Leidens, werden unterstützt, wenn wir mit Leiden rechnen. Wenn ich mit Leiden rechne, Leiden passiert, Schwierigkeiten passieren. Sie sind der Fall, sie gehören zum Leben dazu. Solange ich noch Zähne habe, kann ich Zahnschmerzen kriegen. Solange ich in eine Beziehung eingehe, kann ich frustriert werden in der Beziehung. Solange ich mit jemandem zusammenarbeite, kann die Zusammenarbeit schwierig werden. Solange ich nicht erwacht bin, werde ich immer einen Aufhänger finden, woran ich meine aufgewühlten Gefühle aufhängen kann. So. Und jetzt, was machen wir damit? Ja, der Buddha hat nicht nur die drei Wahrheiten gelehrt, sondern vier. Es gibt Leiden. Leiden hat Ursachen. Überzogene Ansprüche. Haben wollen, nicht haben wollen. Falsche Sicht. Aufhören von Leiden ist möglich. Das
natürlich, das zusätzliche Leiden wird weniger, indem wir unsere Ansprüche erkennen. Und das natürliche Leiden wird weniger, wenn wir uns weniger identifizieren. Und das lernt man nicht, indem man es einmal hört, sondern es gibt einen Weg. Das ist die Wahrheit vom edlen, achtfachen Pfad. Und ich möchte Sie einzelne Schritte kurz vorstellen, aber nochmal einen Zusammenhang beschreiben, der mir hilft, mich auf diese Übungen einzulassen. Ich nenne erstmal die Wörter. Rechtes Erkennen, also es ist ein Erkenntnisaspekt. Rechte Einstellung, es ist ein emotionaler Aspekt. Rechte Rede, es hat was mit Reden zu tun. Rechtes Verhalten, mit Verhalten des Körpers zu tun. Rechter Lebenserwerb, die Art und Weise, wie wir Geld verdienen. Rechtes Bemühen, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Und mit Recht ist gemeint angemessen, passend, in der Situation angemessen. Auch angemessen im Sinne, dass es unsere Entwicklung fördert und nicht blockiert. Ja? Heilsam, könnte man auch sagen. Und diese 8 Schritte, die werden in 3 Gruppen eingeteilt. 2 haben was mit Verstehen zu tun, mit Sicht. 3 haben was mit Verhalten, mit Ethik zu tun. Und 3 haben was mit Übung zu tun, mit Sammlung. Und jetzt kann man die so einteilen, unter dem Stichwort, oder beschreiben nochmal unter dem Stichwort, dieser achtfache Weg, diese Übungen beruhigen uns. Unser größtes Problem ist ja die Angst. Ob das Angst vorm Sterben ist, man sagt, hinter jeder Angst steht die Angst vorm Tod. Ob das Angst vor Leiden ist, ob das Angst vor Zurückweisung ist, ob das Angst vor Unsicherheit ist, was auch immer. Wir haben Angst. Existenzielle Angst. Und Praxis, Übung beruhigt. Und die Tradition sagt, dass Ethik beruhigt unser Gewissen, das sagen wir auch. Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Ethik beruhigt uns körperlich und beruhigt auch unsere Art zu kommunizieren, unsere Rede und beruhigt unser Gewissen. Also, wer keine Lust hat zu üben, auf dem Kissen mit irgendwelchen Übungen, ethisches Verhalten und ob der mal jetzt die 10 Gebote nimmt oder ob man die 5 Laien Gelübde der Buddhisten nimmt, das ist wurscht, oder ob man einfach nur die goldene Regel nimmt. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Wenn man sich daran hält, und was du willst, dass man dir tut, das füge auch den anderen zu. Natürlich kann man sie auch fragen, ob sie das wollen. Das ist schon günstig. Aber wenn man das als Ethik des Lebens nimmt, das verändert sich, das Leben. Und ich habe gelesen, dass ein jüdischer Gelehrter Hillel, den Ayakema sehr gerne zitiert hat, der war ein Zeitgenosse von Jesus, gesagt hat, die ganze Tora ist ein Kommentar zur goldenen Regel. Wunderbar. Also die ganze Bibel, also Alte Testament, die Tora, ist ein Kommentar zur goldenen Regel. So hat er sie interpretiert. Wunderbar. Also Ethik beruhigt Körper, Rede und Gewissen. Also rechtes Verhalten, rechte Rede, rechter Lebenserwerb. Sammlung beruhigt unsere aufgewühlten Gefühle. Also Achtsamkeit, Bemühen und Konzentration, Sammlung beruhigen unsere Gefühle. Warum? Weil wenn wir mal ein paar Momente beim Atem sind oder beim Mantra singen sind, oder ein paar Momente, das kann man sogar beim Stricken erleben oder beim im Garten buddeln oder beim Klavierspielen. Ich erlebe es sehr gerne und häufig beim Singen. Also wenn man etwas mit Hingabe für eine Weile tut, ganz drin aufgeht, Instrumente spielen. Beim Kochen kann man es erleben, ja? Wenn man etwas mit ganzem Herzen tut, dann merkt man, dass man nicht eins ist mit seinen aufgewühlten Emotionen. Dass man nicht eins ist mit seinen Sorgen. Man kann irgendwie Sorgen haben und es ist Schwierigkeiten und ein bisschen erkältet und da ist schwierig und dort und außerdem ich Rückenschmerzen. Und dann mache ich was, dann singe ich 10 Minuten ein Mantra mit anderen zusammen am liebsten und für einen Moment erlebe ich den Himmel auf Erden. Ich habe keine emotionalen Probleme, ich habe keine kognitiven Probleme, ich habe keine körperlichen Probleme, alles ist gut. Und sie sagen, Sammlung
zeigt uns, das ist die Einsicht, die aus der Sammlung erwächst, ich bin nicht eins mit meinen aufgewühlten Emotionen und mit meinen komischen Gedanken. Es gibt verschiedene Seiten in mir. Ich bin nicht eins mit dem, was passiert. Es beruhigt. Und ich meine, dass uns ein Tun, wo wir mit dem Herzen dabei sind, beruhigt. Ich meine, das wissen alle Leute, die Hobbys haben. Da kann man müde sein und dann, das mache ich manchmal gern, dass ich, wenn ich ein bisschen müde und daneben bin, in Ruhe kochen. Ganz in Ruhe, ganz alleine. Hinterher bin ich voller Energie. Oder im Spaziergang machen oder im Garten buddeln oder ein bisschen, was auch immer, ein Instrument spielen oder stricken oder was auch immer. Mit Hingabe eine Sache tun. Beruhigt. Und ein Teil des Unglücks in der heutigen Zeit ist dieses Multitasking, was wir rund um die Uhr machen. Zu viel Zeug auf einmal und immer so ein bisschen zerstreut. Und Hobbys waren bisher sozusagen der Modus, wo wir Hingabe kennengelernt haben. Jetzt muss man es mit Meditation machen. Manchmal finde ich es so absurd, dass man nur durch Meditation glaubt, wieder Sammlung zu kriegen. Ich sage immer, wenn ihr gern Gitarre spielt oder Klavier spielt oder strickt oder im Garten buddelt, macht es, macht einfach irgendetwas, wo ihr mit dem Herzen dabei seid, was niemand schadet. Singen. Singen ist Praxis, weil man da Sammlung erlebt. Ja? Und dann kommt die Einsicht. Also in dem achtfachen Pfad heißt es rechte Erkenntnis und rechte Einstellung. Einmal rechte Erkenntnis, also überzogene Ansprüche erkennen, die vier edlen Wahrheiten erkennen, die drei Daseinsmerkmale erkennen, die zwei Wahrheiten, kann man es verschieden auflisten und differenzieren, aber ich und die rechte Einstellung ist dann die emotionale Qualität, also statt Gier, Hass und Verblendung, Freundlichkeit, Mitgefühl, Klarheit, ja, also die Einstellung. Und ich unterscheide es jetzt nochmal so, begriffliche Einsicht, also wenn man was versteht, ah ja, das leuchtet mir ein. Stimmt. Das macht richtig Sinn. Überzogene Ansprüche machen unglücklich. Wenn ich von Leuten Sachen erwarte, die sie noch nie gemacht haben, ich meine, irgendwie macht es unglücklich. Also wenn man etwas versteht, das beruhigt den Verstand. Und dann ist man eher motiviert, was zu tun. Okay, dann überprüfe ich jetzt mal meine Ansprüche. Immer wieder. Weil das leuchtet mir ein. Also begriffliches Verstehen beruhigt den Verstand, aber das langt nicht, das reicht nicht aus. Tiefes Verstehen weckt Vertrauen. Also zum Beispiel also man kann ja begrifflich verstehen, dass lineare Kausalität nicht in allen Situationen der geeignete Ansatz ist oder die geeignete Erklärung. Dass komplexe Kausalität ein angemessenerer Ansatz ist, zu kapieren, ich kann immer nur ein paar Sachen begreifen und nie alles. Darauf kann man jetzt auf zwei Weisen reagieren. Da kann man sagen, das ist eine Katastrophe, ich brauche mehr Computer, damit ich wirklich alles genau verstehen kann. Jetzt messe ich einfach alles im Gehirn, damit ich weiß, wie Mitgefühl funktioniert und dann kann ich das elektrisch stimulieren. Ja, da muss ich nicht mal mehr was tun. Also es gibt den Ansatz, wenn man kapiert, ich habe nicht alles im Griff, ich verstehe nicht alles, dass man sich dann noch mehr anstrengt, alles zu verstehen. Aber das führt nur eigentlich zu mehr Unsicherheit. Und wenn man sozusagen glaubt, dass da die Lösung liegt, im begrifflichen Verstehen von allem, im in Griff kriegen, dann führt es zur Frustration. Und ich denke, im 20. Jahrhundert war das eine große Enttäuschung, mit der ganzen modernen Wissenschaft, wo man gemerkt hat, das war eine Reaktion auf komplexe Kausalität, auf die Einsicht. Gott, Nihilismus. Jetzt versteht man gar nichts mehr. Es gibt überhaupt keinen Sinn. Es gibt keinen Sinn. Das ist eine mögliche Reaktion. Und das haben wir durchgelebt im letzten Jahrhundert, heftigst. Es gibt es auch immer wieder. Oder dieser Kontrollzwang, der heute auch zu spüren ist, immer noch mehr Messungen und noch mehr Kontrollzettel und alles wird versucht in Kategorien zu fassen und zu messen. Ja, ich meine, man kann nicht mal mehr im Krankenhaus in ein
einen Patienten besuchen, ohne hinterher ein Blatt ausfüllen zu müssen, was man alles gesehen hat. Balla, ja, überall Kontrollzwang. Funktioniert ja nicht. Man kann aber auch anders darauf reagieren, dass man sagt, okay, ich kann nicht alles in den Griff kriegen. Ich kann mein Bestes versuchen. Und kann versuchen, mit einem beruhigten Körper, einem beruhigten Herzen, mit einer beruhigten Verfassung, mit einer freundlichen Einstellung zu leben, mein Bestes zu tun und darauf zu vertrauen, dass gute Absichten, die ich nicht aggressiv vortrage, ich habe eine gute Absicht und dann müsst ihr alle mitmachen, sondern ich versuche so freundlich wie möglich zu sein, ich kenne die Grenzen meines Verstandes, ich kenne die Grenzen meiner Möglichkeit, ich weiß, dass ich nicht alles weiß, ich versuche mein Bestes. In einer beruhigten Verfassung. Dann darauf zu vertrauen, dass was Gutes bei rauskommt. Und ich meine, wenn man mit offenen Augen und offenem Herzen durch die Welt geht, kann man sehen, dass Menschen, die so ans Leben herangehen, einen unglaublich positiven Einfluss haben. Und die, die sagen, und ich setze jetzt meine Idee durch, dass die nicht so einen guten Effekt haben auf andere. Also die These ist, wenn wir mit einem beruhigten Körper, einem beruhigten, offenen Herzen, mit einer ethischen Haltung, mit einer freundlichen Haltung, freundlich, mitfühlend, Einsicht in die Grenzen meiner Fähigkeiten, wenn man so ans Leben herangeht, dann kann man sein Bestes tun und wenn das zu einer tiefen Einsicht wird, entsteht Vertrauen. Und dann ist meine Erfahrung, und das habe ich auch von meinen Lehrern und Lehrerinnen gelernt, das ist für mich die Botschaft des Buddha, dann kann man mit dem Leiden, was zum Leben gehört, mit dem natürlichen Leiden, mitfühlend, freundlich, geduldig umgehen, ohne daran zu verzweifeln. Weil man kapiert hat, ich kriege es nicht in den Griff, ich kann nicht alles verstehen, ich kann nie alle Faktoren verstehen. Das Leben ist einfach zu komplex, um Aussagen für das Individuum machen zu können. Es geht einfach nicht. Aber eine freundliche Haltung in Kombination mit der Einsicht, dass meine Einsicht Grenzen hat, kann dieses tiefe Vertrauen wecken, dass das Leben weitergeht. Ich meine, eigentlich erleben wir es jeden Tag. Ich kann gehen, ich kann sogar tanzen, ohne zu verstehen, wie das funktioniert. Ich kann sogar Vorträge halten, ohne genau zu verstehen, wie eigentlich Sprache funktioniert. Ich weiß eigentlich auch nicht, wie das funktioniert, dass man überhaupt aus Worten, die jemand sagt, einen Sinn herausholen kann. Ich meine, das wissen wir ja alle nicht. Wir wissen weder, wie Liebe funktioniert, wir wissen nicht, wie Mitgefühl funktioniert, wir wissen nicht, wie Kommunikation funktioniert, wir wissen nicht, wie Gehen funktioniert, wir wissen nicht, wie Singen funktioniert. Eigentlich alles Wesentliche wissen wir nicht. Wir wissen so ein paar Sachen, aber die sind eigentlich nicht so ganz furchtbar wesentlich. Das kann uns doch vermitteln, dass es eine Intelligenz in uns und allem gibt, was zum Heil führt. Ich meine, solange ich jetzt lebe, es hat jedes Jahr wieder Frühling gegeben. Obwohl ich das im Winter fast nicht glauben kann, dass der Garten dann mal wieder anders aussieht. Und die Bäume wissen irgendwie, wie sie wachsen. Und selbst wenn ich mir einen Finger schneide, mein Finger weiß irgendwie, wie heilen geht. Ich weiß es nicht. So unglaublich. Also wenn man hinguckt aufs Leben, wenn man genau hinguckt, kann man eigentlich sehen, dass da eine Intelligenz wirkt, auch wenn wir sie nicht verstehen. Und wenn man das tief versteht, manifestiert sich das als Vertrauen und dann kann man mit Leid umgehen, ohne zu verzweifeln. Und das ist für mich die Botschaft des Buddha. Das ist für mich das Ende vom Leiden, was uns zur Verzweiflung treibt. Dann haben wir das Vertrauen, dass wir mit dem Leiden, was passiert, was natürlich ist, umgehen können, es lindern, wo möglich ist, Mitgefühl und Einfühlung haben, wo es nicht möglich ist, Leiden zu verringern und durch
Freundlichkeit, durch Verbundenheit, durch freundliche Kommunikation uns gegenseitig beistehen. In diesem Sinne möchte ich jetzt den Vortrag beenden.